Bereits vor Beginn des Zweiten Weltkrieges hat das Deutsche Reich im Rahmen der Sudetenkrise Teile der Tschechoslowakei annektiert und als Protektorat eingegliedert. Wie nahezu alle besetzten Gebiete wurden auch im Protektorat Böhmen und Mähren politische Gegner sowie Juden verhaftet und in Arbeits- oder Konzentrationslager deportiert. Viele von ihnen landeten in der kleinen Festung Theresienstadt, einem Gefängnis der Geheimstaatspolizei, wo Terror und Mord an der Tagesordnung waren. Kommandant des Gestapo-Gefängnisses war SS-Hauptsturmführer Heinrich Jöckel, der an unzähligen Misshandlungen und Ermordungen von Häftlingen beteiligt gewesen sein soll. Jöckel ließ jüdische Häftlinge verhungern, untersagte ihnen jegliche medizinische Hilfe und ließ sie schwerste Arbeit verrichten, wodurch viele umgekommen sind. Er war zudem dafür bekannt, unzählige Todesurteile auszusprechen und ließ kurz vor Kriegsende 53 Personen an einem Tag hinrichten. Nach dem Krieg wurde Heinrich Jöckel für seine Taten zum Tode verurteilt und gehängt. Bis zu seiner Hinrichtung hat er keinerlei Reue gezeigt. Hey du, falls dir meine Videos gefallen, lass doch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Heinrich Jöckel wurde am 10. Juli 1898 in Offenbach am Main geboren, wobei über seine Kindheit und Jugend nur wenig bekannt ist. Jöckel war im Ersten Weltkrieg als einfacher Frontsoldat eingesetzt, blieb aber bis Kriegsende unversehrt und hat nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst als Arbeiter sein Geld verdient. Heinrich Jöckel war überzeugter Nationalsozialist und trat bereits 1931 der NSDAP bei, also schon 2 Jahre vor der offiziellen Machtübernahme. Zudem trat er der SS bei, machte dort die nächsten Jahre Karriere und erwarb den Rang eines SS-Hauptsturmführers. Im Rahmen der Sudetenkrise 1938 wurden große Teile der Tschechoslowakei vom Deutschen Reich annektiert und unter dem Protektorat Böhmen und Mähren eingegliedert. Hauptstadt der Gebiete wurde Prag, in welcher sich zu der Zeit viele Juden sowie politische Gegner des Regimes aufhielten. Heinrich Jöckel schloss sich zu dieser Zeit der geheimen Staatspolizei in Prag an und war an der Verfolgung sowie Verhaftung von in Prag gesuchten Personen beteiligt. Die auch als Gestapo bekannte Organisation war die politische Polizei des NS-Regimes und für die Bekämpfung von politischen Gegnern verantwortlich, zu denen neben Oppositionellen auch Juden, Sinti und Roma sowie Homosexuelle gehörten. Die Gestapo war berüchtigt für ihre brutalen Foltermethoden. Beispielsweise wurden den Verhörten einzelne Finger abgeschnitten, Elektroschocks verpasst oder bis zum Rande des Todes geschlagen. Verdächtige Personen wurden teilweise willkürlich ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Politische Gegner, die nicht direkt ermordet wurden, kamen häufig in speziellen Gestapo-Gefängnissen unter und wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert. Für das annektierte tschechoslowakische Gebiet wurde ein Teil der als Festung ausgelegten Stadt Theresienstadt in ein Gestapo-Gefängnis umgebaut und 1940 in Betrieb genommen. In der als kleine Festung Theresienstadt betitelten Haftanstalt wurden von 1940 bis 1945 insgesamt 33.000 Männer und Frauen inhaftiert, von denen 2.500 aufgrund von Folter, Krankheiten oder den schlechten Lebensbedingungen ums Leben kamen. 8.000 weitere Häftlinge wurden in Konzentrationslager deportiert und dort ermordet. Aufgrund seiner guten Dienste bei der Geheimstaatspolizei in Prag wurde Heinrich Jöckel zum Kommandanten des Gefängnisses ernannt und hatte damit die Befehlsgewalt über alle Wachmannschaften und Häftlinge. Jöckel und seine Untergebenen gingen dabei äußerst brutal vor. Beispielsweise war es nicht unüblich, neu angekommene Häftlinge direkt blutig zu prügeln. Die Häftlinge mussten tagtäglich schwerste körperliche Arbeit leisten und wurden ohne zu zögern ermordet, wenn diese ihren Soll nicht erfüllen konnten. Hunderte von Insassen mussten beim Bau von Befestigungen und Panzergräben in den umliegenden Ortschaften aushelfen. Wenn die Inhaftierten, die knietief im Grundwasser und Schlamm arbeiteten, mal nicht mehr weiter konnten, wurden diese erschossen oder erschlagen. Viele Aufseher von Arbeitstrupps warteten nur auf eine Gelegenheit, Insassen zu quälen und zu ermorden, und waren unter den Häftlingen gefürchtet.
Die Lebensbedingungen in der kleinen Festung Theresienstadt waren von Anfang an miserabel. Die in das Mauerwerk eingebauten Zellen waren nicht beleuchtet sowie sehr feucht und mit 60 bis 90 Personen stark überbelegt. Die Räume waren unbeheizt und nicht isoliert, wodurch viele Häftlinge bei kaltem Wetter krank wurden. Es gab kein fließendes Wasser und für 500 Insassen waren gerade einmal 2 Toiletten vorhanden. Bedingt durch die schlechten hygienischen Bedingungen grasierten im Lager schlimme Epidemien, wie beispielsweise Typhus, an denen insgesamt mehr als 1000 Inhaftierte starben. Als Kommandant des Lagers billigte bzw. förderte Heinrich Jöcke die miserablen Haftbedingungen sowie die Misshandlungen und Ermordungen der Gefangenen. Laut Zeugenaussagen soll Jöcke es vor allem auf die jüdischen Häftlinge abgesehen haben. Bei diesen ordnete er die Reduzierung der Essensrationen auf ein absolutes Minimum an, wodurch viele einfach verhungerten. Zudem soll er den jüdischstämmigen Insassen die medizinische Versorgung verweigert und diese absichtlich in Arbeitstrupps mit hoher Todesrate gesteckt haben. Während seiner Zeit als Kommandant ließ Heinrich Jöcke mehr als 250 Hinrichtungen durchführen. Meistens wurden beim morgendlichen Appell die Namen der Personen vorgelesen, die dann vortreten mussten und kurz danach erschossen wurden. Es konnte jeden treffen und die Inhaftierten waren dadurch auch permanent enormer psychologischer Folter ausgesetzt. Es wird davon berichtet, dass viele der zum Tode verurteilten Personen sogar direkt vor ihrer Hinrichtung noch gefoltert wurden. Davon waren besonders jüdische Menschen betroffen. Kurz vor der deutschen Kapitulation wurde Heinrich Jöcke von der Prager Gestapo eine Liste mit mehreren Dutzend Namen von Personen geschickt, die noch kurzfristig hingerichtet werden sollten. Als die betroffenen Insassen aufgerufen wurden, hofften viele aufgrund der abzusehenden deutschen Niederlage, dass es um ihre Freilassung ging. 53 Häftlinge traten vor, die kurz darauf erschossen wurden. Aufgrund der grassierenden Epidemien war kein geordneter Appell mehr möglich und viele der erkrankten Insassen waren dauerhaft in ihren Zellen. Dadurch konnten sich einige der aufgerufenen Häftlinge in den völlig überfüllten Räumen verstecken, in die sich aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr keiner der SS-Leute getraut hat. Am 5. Mai 1945, nur 3 Tage nach der Massenhinrichtung, flüchtete Heinrich Jöcke in einem Krankenwagen aus der kleinen Festung Theresienstadt. Deutschland hatte den Krieg verloren und dem Lagerkommandanten war bewusst, welchen Konsequenzen er sich für seine bestialischen Taten stellen musste. Seine Flucht führte Jöcke nach Offenbach am Main, wo er in der Wohnung seiner Schwester ausharrte. Heinrich Jöcke wurde jedoch bereits am 1. Juli vom amerikanischen Spionageabwehrdienst verhaftet und am 26. Januar 1946 an die Tschechoslowakei ausgeliefert. Für die Prozesse gegen die Kriegsverbrecher der ehemals annektierten tschechoslowakischen Gebiete wurden nach Kriegsende außerordentliche Volksgerichte etabliert. Ironischerweise saß Heinrich Jöcke während der Zeit seines Prozesses in einer der Zellen der kleinen Festung Theresienstadt und konnte mit eigenem Leib erfahren, in welchem unmenschlichen Zustand sich diese befanden. Aufgrund der überwältigenden Beweislast seiner abscheulichen Taten wurde Jöcke zum Tode verurteilt und am 25. Oktober 1946 gehängt. Seine Hinrichtung erregte große mediale Aufmerksamkeit und ist durch viele Foto- und sogar Videoaufnahmen dokumentiert. Viele der ehemaligen Häftlinge waren wohl froh darüber, dass ihr ehemaliger Peiniger seine gerechte Strafe erfuhr. Auf dem Weg zum Galgen sagte der eiskalte Kommandant kein Wort und hat bis zuletzt keinerlei Reue gezeigt. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib es in die Kommentare. Falls dir meine Videos gefallen, lass auch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, denn es gibt noch viele weitere brisante Stories zu erzählen.